Hallihallo, hier ist wieder euer Java und wir spielen wieder mal mit dem ollen Tombi, denn der kann gar nichts und ist hier der olle Mace Windu. Hallo, ich bin Tombi. So, letztes Mal haben wir Ventures abgeschlossen, jetzt können wir irgendeine andere Story, glaube ich, anfangen, ne? Also entweder Count Dooku oder General Grievous. Was sagst du? General Grievous. Es ist es. Ich habe gesprochen. General Grievous, Kapitel 1. Kampf der Droiden. Oh, wie gut ich lese. Anakins treuer Astromech-Droide R2-D2 wurde gefangen genommen und General Grievous übergeben. Dieser beabsichtigt, geheime militärische Auskünfte aus dem Speicher des Droiden zu gewinnen. Unterstützt von seinem Padawan Ahsoka und dem Ersatzdroiden R3-S6 bemüht sich Anakin, die Separatistenbasis zu zerstören, auf der R2-D2 festgehalten wird. Zusammen mit einer kleinen Abteilung von Klonkriegern starten die Jedi ihren Angriff auf General Grievous' Geheimbasis. Wow. Ist das eine Goldie-Folge? Mein Stöpsel. Stöpsel. Hey, der schwebt ja. Wieso spinnen die denn eigentlich alle runter? Boah, weil die echt cool sind. Weil die jetzt zu sechs eine ganze Basis einnehmen. Oh, Rex hat Rückenschmerzen, das fühle ich so. Oh, ich bin genau wie Rex. Ja, du hast auch dieselbe Frise. Nee. Ja, genau so ein knallharter Typ wie Rex und hätte auch seine Bombe auf der Schulter einfach. Guck, wie cool er da steht. Oh, der hat sogar zwei Pistolen, guck mal. Hä, hatte der doch letztes Mal auch schon. Hatten wir den schon? Wann hatten wir den denn? Das glaube ich nicht. Warum darf ich den eigentlich nie spielen? Ja, weil du nicht der knallharte Typ von uns beiden bist. Mann ey. Was macht denn der hässliche Druide? Ich werde hier nur abgeknallt. Jetzt beschwer dich doch nicht hier, du bist der krasse Captain Rex. Ja, aber ich sterbe dauerhaft. Um jetzt Gems zu triggern, ich bin nur die olle Ahsoka. Brauchen wir eine Magna-Wache. Ich kann hier Droiden bauen für uns. Ja. Alter, die kämpfen nicht mit uns. Ja, du kannst damit das Goldene kaputt machen. Guck mal, hier ist ein goldener Droide. Dem. Nicht! Du musst erst den goldenen Droiden aktivieren. Oh, jetzt hast du es uns kaputt gemacht. Oh, nee. Und jetzt kannst du den zerstören. Ich glaube, der kann das nicht. Naja, der kann es nicht hin, ist noch so SKD. Oh, wie er die Abkürzung kennt, der ist so cool. Hallo, okay, der Goldene macht auch gar nichts gegen uns, der hilft uns wirklich, ne? Ach, der hilft uns? Anscheinend. Ich dachte, den kann man kaputt machen. Ja, wer. Also, du hast auch wieder gar keine Ahnung. Gewesen. Ja, perfekt. Ja, wäre ja auch nur sinnvoll gewesen, ne? Nee. Nee. Ich nutze die Macht und baue etwas. Habe ich eigentlich für einen coolen Ruck? Das ist so ein Jetpack, oder? Mhm. Kann denn der Goldene jetzt diese Kiste kaputt schießen hier? Macht er das? Ja, guck mal, der macht das. Als ob. Schneller, Goldener! Das dauert ganz schön lang, bis der die kaputt hat. Schieß mal auch mit drauf. Geht das überhaupt? Ja, doch, die wird immer heller, ne? Hat doch gar nicht lang gedauert. Ach, und jetzt verabschiedet er dich? Nee. Da kannst du den Stöpsel rausziehen. Wir haben eins von drei. Ich glaube, als wir den aufgebaut haben, haben wir auch. Ah, wir machen hier Bomben hin. Hatten wir auch einen Punkt bekommen. Wie geht's jetzt weiter? Achso, hier. Edwards Verschnitt. Da kommen die Gegner. Die dürfen Goldie nicht töten. Also. Okay, danke. Ich glaube, das war deine Schuld. Oh, weil du da eine Bombe platziert hast, geht die Tor auf, ja. Das war der Schlüssel, um den Schalter zu deaktivieren. Zum Glück gehabt.
Hier können wir wieder ein SKD aufbauen. Hilfe! Ich werde beschossen. Rette mich aber. Hier kann man wieder irgendwas aufbauen. Ja, ich komme zurück. Ja, hier rechts sind Superkampfdruiden, aber ich weiß nicht, ob der echt, ob das was bringt. Ich glaube, der ist wieder böse. Hier ist auch wieder einer. Nehmen wir mit. Rechts ist auch wieder einer. Nehmen wir alles mit. Wir müssen jetzt mal wahre Jedi wieder werden. Ich verstehe nicht, warum wir die aufbauen können, wenn wir nicht mal dafür irgendein Sammelding so kriegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man damit kämpfen, so dass man die irgendwie, wenn da Gegner kommen, dass sie dann kämpfen werden. Dass man die hochhebt. Ja, dass man die dann hochhebt und damit dann die Gegner bekämpft oder so. Druidika! Auf was schieße ich? Ich sehe es leider nicht. Auf die Box musst du schießen vielleicht. Wir brauchen noch mehr Goldene, ey, damit wir mal mehr... Treffe ich hier auf die Box? Haben. Ich treffe die doch gar nicht. Ich weiß es nicht. Warum weiche ich jetzt aus? Jetzt wird die heller, oder? Ja. Nice. So, da Stark, ist irgendwie... Stark. Du Strom. Musst hier drüben. Das habe ich aufgemacht. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Kann man das jetzt kaputt machen? Oh. Oh. Nein! Oh, Goldener ist wieder gespawnt. Der ist gerade heruntergefallen. Ich glaube, du musst hier noch den Stöpsel dann rausziehen. Dann kommt da bestimmt irgendwas. Ich glaube, wir müssen die Maustruiden töten. Das ist ein Achievement. Ehrlich? Ja, wir fahren auf jeden Fall ein paar rum. Zieh erstmal den Stöpsel hier raus. Ich darf sie nicht abschießen. Ich glaube, die kannst du nicht töten. Hä, wo ich bin ich gestorben? Hast du mich erschossen? Huch. Ach, wie der ausrastet. Ich glaube, die kann man nicht erschießen, die Mausruinen. Ach, das ist ein feindlicher. Habe ich wieder eine Bombe? Ja. Ich bin tot. Ja, ich glaube, das ist nur dafür da. Weil wir müssen hinter uns noch was machen, ne? Oder, weil der Goldene das alleine nicht schafft, kannst du dir einen nehmen, quasi, der auch darauf schießt, weißt du? Ja, aber ich glaube, so weit kannst du die nicht tragen. Na, aber die kommen ja zu dir gewatschelt. Ah, gut, das stimmt auch wieder. Oh. Du machst das. Boah, ich hab die Kaffeemaschine kaputt gehauen. Den Arsch. Ach so, ja. Das bringt auch was. Huch. Wollte ich nicht. Was ist das denn? Hier ist ein Geschütz drin. Hilfe! Das wollte ich. Wie mach ich das kaputt? Geht das gar nicht? Ich glaub, du musst da, ja. Ach, ich werd's auch erschlagen. Und Ahsoka ist tot. Wir haben auch erst wieder ein Drittel von Vara Jedi. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wir brauchen den doppelten Punkte-Multiplikator. Na, vielleicht brauchen wir den wirklich, ansonsten geht's gar nicht, ey. Aber ich weiß gar nicht, der bringt uns doch nur, dass die Credits... Also das wird ja daran gezählt, wie viele Credits wir... Doch, doch, das bringt schon was, dass man schneller Wahre Jedi kriegt. Okay. Warum ist ja eigentlich so geile Musik gerade? Weil wir geil sind. Ach so. Ach so. Na dann. Wie viele Kamera-Maschinen mussten wir sammeln? Drei, ne? Fünf? Ich weiß es nicht. Wo ist unser Goldi? Der muss herkommen. Der läuft bei mir. Mit Goldener. Oh, wie der ausrastet, der Captain Rex, sich den wegschieben kann, der Captain Rex. Bringt das denn jetzt hier irgendwas? Das ist einfach nur so zum Zerstören, ne? Ja. Hält das überhaupt? Wie viele Kisten mussten wir davon kaputt machen? Drei? Fünf, glaube ich. Auch fünf. Das ist eine Kaffeemaschine. Ja, fünf Kaffeemaschinen auf jeden Fall. Und wie viele haben wir? Vier. Drei. Okay. Das dauert viel zu lang, ne, mit diesen goldenen Sachen kaputt machen. Gleich ab. Drei, okay. Boah, wir haben's. Und kannst du nicht gedrückt halten bei ihr? Ah, nee, kannst du nicht. Ja, mein. Nee. Da sind Ranken.
ranken die Wangen. Hier sind Druidikas. Easy. Oh, da hinten ist noch ein Goldener gerade gekommen. Echt? Da hinten ist auch einer, stimmt. Den nehmen wir mit. 2 von 5 Goldenen, ne? Wo sollen die denn alle gewesen sein? Ah, vielleicht auch in diesen Nebengängen, die wir nicht aufmachen durften. Kann sein, ja. Wo muss ich hier noch Bomben bauen? Beim Wasser da? Welches Wasser? Da rechts von dir jetzt? Das habe ich schon. Okay. Dann weiß ich nicht, wie viele Bomben haben wir denn? 2 von 4. Vielleicht auch erst im nächsten Areal, oder? Wurde das immer so angezeigt? Ich habe mich drauf geachtet. Keine Ahnung. Wir können ja weitergehen. Im nächsten Ariel. Ariel, der Jaba. Ariel, die Meerjungfrau hast du aber gesehen, ne? Einmal, glaube ich, ja. Wie er jetzt so männlich tut, ey. Aber da warst du doch immer die Ursula aus dem Film. Ich wüsste ja, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass Ursula da die Schurkin gewesen ist. Vielleicht. Woher weißt du denn, dass es die Schurkin ist? Aha. Naja, vielleicht war das ja auch die liebe, nette Mutter von Ariel. Ich hätte gar keine Mutter, glaube ich. Die wurde bestimmt vom Walfang angefangen. Hallo, warum hast du das nicht gemacht? Nee, dann nicht. Ich hole erstmal ein paar neue Truppen ran anscheinend. So, jetzt kannst du Captain Schneck sein. Oh, Captain Rex! Oh, er boxt einfach diese Backe am Frühling, weil er so cool ist. Druidenkracher! Und noch ein Druidenkracher! Oh, der hat ihn einfach ins Gesicht geworfen. Ja, aber so Kampfdruiden kriegst du wirklich nur mit diesen Druidenkrachern kaputt. Captain Rex kriegt die auch so kaputt. Oh, wir können hier hin. Na, dann machen wir. Ja, Captain Rex schießt ganz schön langsam dafür, dass er Captain Rex ist. Der ist noch nicht tot. Ja, ich konnte ihn irgendwie nicht mehr abschießen, es ging nicht. Oh, der ist so unbrauchbar, der Klon. Warum bist denn du so ein alter Captain Rex-Hater? Wer ist denn dein Lieblingsklon? Ich habe keinen Lieblingsklon, die sind alle cool. Ja, hast du ja nochmal Glück gehabt, dass du so eine Antwort wählst. Alter, da ist ein Goldener hier, oder? Ich glaube Jesse finde ich. Aber den kann man nicht aufheben, oder? Der ist mit Rot. Auch nur die dunkle macht. Ach, Mann, warum bist du denn auch so ein Padawan und nicht ein cooler Sith? Jesse? Der ist schon Jesse cool. Jesse ist auch cool, der hat so ein Tattoo auf seinem Kopf, oder? Glaube ich auch. Das republikanische Zeichen mitten ins Gesicht. Hättest du das auch gerne? Jo. Beim Vorstellungsgespräch steht er dann da mit seinem zu tätowierten Gesicht. Und die Leute fragen ihn so, hey, was ist denn das, was sie da im Gesicht haben? Na, dann fragst du erstmal nach, oh, habe ich noch Essen zwischen den Zähnen? Das wäre schon witzig. Oh, da ist General Grievous? Was macht denn der hier? Was macht denn der hier? Oh, jetzt weiß er nicht, auf wen er zuerst gehen soll. Der Rucksack oder kein Rucksack? Ja, er mag Rucksäcke. Aber er ist ja gerade zu dem kein Rucksack gegangen. Der Rucksäcke verschont er. Boah, die Magnerwachen. Die brauchen wir auch noch. Trendtesting. Ich glaube. Hat der Nicken jetzt die ganze Zeit da so an der Tür gelauert? Der hat nichts anderes gemacht. Jetzt bin ich links? Oh, jetzt bin ich rechts. Lass mal sich hier mit. Anakin Skywalker schreit zur Tat. Kann ich ihn damit abwerfen? Los, Anakin, hau sie alle um. Warum muss man die immer so bekämpfen, die Magnerwachen? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, hier kann ich glaube ich wieder ein Goldenes zusammenbauen oder so. Was bringt mir das? Wie der von mir auf die Backen kriegt. Auf die Backen.
Da kommen ein paar Stats rausgeflogen. Ich habe Angst, den weiter zu bekämpfen. Nicht, dass ich jemanden Druiden gleich nicht mehr aufbauen darf. Du musst ihn weiter bekämpfen. Ich glaube, du kannst ruhig weitermachen. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist hier so eine Endlos-Passage, bis du irgendwas gemacht hast. Ich will mich hier nur umgucken. Ich kann ja andauernd die Dinger aufmachen. Was bringt mir das denn? Also ich habe auf jeden Fall einen Superkampf durch ihn, um dann das goldene Ding wieder kaputt zu machen, aber... Welches Zusammenbau? Wird der von Grievous getötet dann? Ich glaube nicht. Ich beeile mich jetzt mit den Bomben. Mhm. Bam, bam. Ich werde so angegriffen. Hilfe! Wo ist der Oka? Wo ist mein Padawan? Die baut gerade Ruinen. Eigentlich sind diese Superkampf-Ruinen richtig krass, ne? Und hier sind die gegen Jedi, haben die einfach keine Chance. Ja gut, aber so soll es ja auch sein, ne? Ich muss R2-D2 zusammenbauen? Halt, der Kopf kommt da noch nicht. Hallo, nein, wie schnell konnte er wieder angreifen? Hey, warum kommen denn hier er immer wieder neue? Er tötet meinen Druiden! Er tötet meinen Druiden! Ah, ich musste das machen, um weiterzukommen, oder was? Jetzt haut er ab. Ich weiß nicht. Nicht meinen Druiden. Ein Part habe ich zwar mal gespielt, aber... Nee, er tötet ihn jetzt, dann bin ich richtig stinkig. Wie stinkig der ist. Och nee, aber hat wieder irgendwas gemacht. Hey, wo bin ich? Ah, hier. So, Kumpel, jetzt machen wir hier den goldenen Block kaputt. Kann der das alleine? Oder braucht man da einen Captain Rex? Okay. Boah, das musste er sogar machen, dass ich weiterkomme. Das brauche ich gar nicht. Ich glaube, mehr kann ich gerade nicht machen. Anstatt sie den Machtsprung macht, um da hochzukommen, muss sie jetzt kann ich hier nochmal umgucken. Der hustet dich voll. Ja. Richtig eklig. Dün, 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 dün. Ah, jetzt kann ich weiter, okay. Dü. Easy. Komm mit, R2. Wo ist er denn da? Hoch. Alter, da liegt noch ein hoch blauer Stein. Hoch. Den hätten wir mitnehmen müssen. So. Dün, 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 dün. Das schmiert doppelt so viel Geld wie ich. Warum ist das so? Weil du so ein Großverdiener bist. Oh, da oben ist ein Minikit. Oh. Ich hab's jetzt komm nicht gesehen. Nee. Jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich Anakin. Ich bin R2-D2. Zombie-Bot. Oh, das! Der Held der Rebellion, sag ich schon, der Held der Republik. Die Leckerschmecker sind gelandet. Oh nein, eine Falle. Oh, wie sauer der wieder wird. Oh, jetzt werden die Voyager-Druiden aktiviert. Die daneben stehen und lachen, ey. Anstatt mal zu helfen. Illegale Druidenkämpfe. Im Hinterhof. Ja, oh, alles klar, hä? Weil die ist so krass. Springt die da erstmal rüber und tötet direkt den. Captain Rex wirft die Druidenkracher. Oh, verdammt, ich bin tot. Oh, man kann die also richtig finishen. Hier brauchen wir einen R2 für. Das sind erstmal tausende von Kampfdruiden. Kampfdruiden. Auf den oberen Ebenen. Und auf den unteren. Lieber überall. Explosionen haben wir nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Es sei denn, diese Druidenkracher zählen als Explosion, aber ich glaube, die zählen nicht. Ich glaube, wir müssen... Oh, wir können den Druiden, glaube ich, wieder den Voyager wieder zusammenbauen, wenn wir den Kopf haben. Okay. Liegt der hier irgendwo? Hat Ahsoka den irgendwo hingehauen? Ah, nee, wir können ihn so schon nehmen. Warte mal. Da siehst du. Ah, der kann die Silber sein, ja.
machen wir schön alles kaputt. Auch die bringen ja gar kein Geld. Was ist das denn für ein Betrug? Ich nicht, nee. Aber vielleicht müssen wir die alle kaputt machen, ich hab keine Ahnung. Betrug. Hier hinten ist sonst... Oh, hier ist nochmal dick Geld. Und ja, aber hat's nicht gefunden und das kriege ich jetzt alles. Ja, so viel reicher als ja, aber... Ah, wir sind kurz vor Wahre Jedi. Das die Rente ist gesichert. Wir müssen jetzt richtig rein. Da oben ist noch ganz viel. Stimmt, da oben ist noch ein bisschen was. Komm mal, hier kannst du was bauen. Ich komme. Na, das war's jetzt, glaube ich, alles, oder? Ja. Ja. No. Oh, irgend so ein Ding. Der Gerät. Der Gerät schläft nie. Der Gerät gehört dahin. Wir können da Bomben haben? Okay, was macht man damit? Vielleicht müssen wir noch. Haben wir mit R2 dieses Ding aktiviert da? Nee, ne? Welches Ding? Achso, ja. Ah, okay. Mach dich bereit, der Gerät einzusetzen. Okay, der Gerät ist. Ist bereit. Hilfe! Ja, schock ihn weg! Boah, ist wie ein Mario Party Spiel! Ich glaube, jetzt musst du der Gerät benutzen, um die Vulture-Droiden zu besiegen. Man könnte ja auch den anderen Vulture-Droiden nehmen, aber. Hä? Schnell nutze der Gerät! Ich darf nicht. Ach, doch, jetzt. Ah, ne, hier oben muss man gleich was abschießen. Ich glaube, dafür ist es eigentlich da. Ja, aber man one-klickt die trotzdem mit dem. Oh. Er ist falsch geflogen. Ich finde es cool, dass die Superkampfdrüden hier stärker sind. Also, dass du auch so ein bisschen Schwierigkeiten hast, als normaler Klon die fertig zu machen. Nein, die ganzen Stats. Ja, das haben sie echt gut hingekriegt, das stimmt. Da liegt doch immer ganz viel Geld rum. Wir brauchen noch ein paar blaue Steine, ansonsten wird das nicht. Du musst wieder hoch zu R2. Ja. Boah, die krasse Agentenmusik. Kämpfen dann auch außerhalb auf diesen Steg ja anscheinend. Welchen Steg? Auf so einem Steak. Ein Medium Rare Steak. Nee, da ist so ein Steg oben. Das ist so ein Medium Steak Esser. Ja, so das Beste, oder? Ich bin so ein. So ein ekliger, der das lieber so ein bisschen mehr durchmag. Iiii. So ein Schuhsohlenesser. So ein Schuhsohlenesser, naja, das brauchst du jetzt nicht, aber. Will er 2 haben? Also bei Steak muss schon Medium sein, aber so Burger Patties oder so, die sind halt, die müssen durch sein. Irgendwas machen wir falsch. Ich kann hier nichts aktivieren. Wir brauchen Sturm. Hä, oder kann ich hier? Du aktivierst vielleicht erstmal das davor. Jo, ne? Das war aber echt ein schwieriges Rätsel, muss man sagen, ne? Das kann man eigentlich nicht lösen. Jetzt kann ich noch weiter. Warte mal, kann ich irgendwie als Jedi da hoch, weil da oben sind halt noch... Okay. Ach ja, aber hat alles falsch gemacht. Weil wir ihn entführt. Jetzt kannst du es noch ausprobieren. Jetzt brauchen wir wieder die Bomben. Der Gerät. Aber wir müssen irgendwie... Müssen wir mit dem Flieger fliegen? Hä, wo ging es denn hier hoch? Oh, wir bauen uns jetzt so einen Starfighter. Den wir im Kofferraum hatten. Den haben wir einfach im Kofferraum drin. Ach halt, da kommt hier. So viele Steine. Ach, und jetzt brauchen wir wieder R2. Oh nee, das ist ja, oder? Hä, warum ging der Doppelsprung nicht? Ich glaube, das schaffst du nicht. Captain ich Rex darf macht keinen Doppelsprung machen. Ich muss jetzt noch genug Stats zusammensammeln hier. Ja, ich glaube, da gibt es keine. Auch noch ein paar. Ja, aber die kriegt man, glaube ich, noch nicht. Da braucht man irgendwie so einen Jar Jar oder sowas.
Das ist ja, wenn ich den letzten Schuss mache, dann war es das. Du kommst da nicht ran, ne? Doch. Du kommst da nicht ran, glaube ich. Ich komm da ran. Oh, du springst ja wie so ein nasser Sack, ey. Letzter warte, Versuch. Ist ja ganz knapp. Ja. Nein, lass mir noch letzter einen. Letzter Versuch. Oh. War ganz knapp. Da, ich hab noch einen, siehst du? Nein! Es war so knapp. Ja, weil du nicht genug gesammelt hast. Oh, der ist so unfähig, der Druide. Okay. Vor allem, der kann ja fliegen. Warum ist er nicht eigentlich geflogen einfach? Stimmt, ne? Boah, wir haben einen Stein. Das heißt, wir gucken jetzt ins Schiff. Boah, R3, S6 und R2, D2. Und... Oh, gar keine mehr. Schade. Jetzt kommt wieder das Mini-Kit. Wer wird es sein? Ja, aber... Das war so knapp, ne, mit Vara Jedi. Haben wir das Mini-Kit schon? Ne, da kommt's. Das ist ein Mann mit braunen Hosen. So, ich glaube, hier ist der Zweifach-Multiplikator drin, oder? Ja, und kaufen. Ja. Yeah. Naja, gut. Aber dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier erstmal auf. Das war's mit dem guten alten Lego Star Wars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.